Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hope Lake. Schön, dass du wieder mit dabei sein möchtest. Ja, im letzten Part sind wir hier in dieser Küche gelandet. Jetzt sieht man nicht viel davon. Und hier war auch diese schwarze Gestalt, die andauernd vor uns wegrennt. Und diese schwarze Gestalt war an einem Tisch und hat da irgendwas gemacht. Unter anderem lag hier dieses Buch. Und ich lese einmal vor. Molimo war über Finonas Tod bestürzt. Er kehrte zu seinem Stamm zurück und erzählte jedem von dem Angriff. Der junge Krieger bat jeden seiner Freunde, Finona zu heilen. Jeder versuchte ihm zu erklären, dass das Mädchen tot war und nicht geheilt werden konnte, und niemand konnte ihm helfen. Dann ging Molimo zum Schamanen des Stammes, dem weisesten Mann, den Molimo kannte. Der Schamane erzählte ihm vom Ritual der Auferstehung, das die Macht hatte, eine Person von den Toten zurückzuholen. Hadouginon, der Hüter der Welt der Toten, konnte die Seele aus seiner Welt zurück in einen Körper in unsere Welt bringen. Allerdings müssen dafür bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Andere Menschen müssen dafür geopfert werden. Auch ein besonderes Artefakt war erforderlich, um einen Austausch der Seelen zu ermöglichen. Hadouginon würde diese Seelen nehmen und im Austausch die eine Seele zurückgeben. Molimo hatte genau 3 Tage Zeit, bevor Finona beerdigt werden sollte. Der Schamane erzählte ihm von einer Höhle, in der sich dieses Artefakt befinden sollte. Das Ritual wurde an den Wänden der Höhle dargestellt. Wenn eine lebende Person das Artefakt anlegte, würde sie sterben. Molimo begann sofort mit der Suche nach dem Artefakt. Ja, hier haben wir jetzt noch mal ein bisschen erfahren über Molimo und Finona. Und ja, Molimo möchte Finona natürlich zurückhaben. Und dafür würde er sogar Menschen opfern. Also, er will dieses Ritual durchführen. Und das braucht natürlich Menschenopfer. Hier haben wir noch was Schönes gefunden: ein Teekessel, der leer ist, und eine Lötlampe. Hier ist auch irgendwas drin. Genau, das hatten wir beim letzten Mal. Das ist die Halskette. Und Louise hat sie tatsächlich gestohlen. Sie hat es geschafft, sie vor aller Augen zu verbergen. Leider fehlen die Steine in der Halskette. Ich vermute, dass sie in Verstecken auf dem ganzen Schulgelände verteilt sind. Ich werde versuchen, sie alle zu finden und dieses Familienerbstück wiederherzustellen. Das ist wahrscheinlich diese Halskette, von dem hier die Rede war. Gehe ich mal von aus. Wie es aussieht, mag der Verbrecher Legenden über die Ureinwohner Amerikas. Was hat er mit all dem Zeug vor? Glaubt er wirklich, dass er eine dieser Legenden im wirklichen Leben nachstellen kann? Das riecht nach Wahnsinn. Der Mann ist gefährlich. Ja, mal gucken, wie das Ganze hier noch weitergeht. Ah, ich wollte eigentlich die Karte haben. Wo bin ich? Da, in der Küche. Hier kann ich auch noch irgendwas machen. Ich will zurück. Ah. Hiermit vielleicht? Nee. Du willst heißes Wasser. Ah, okay, warte mal. Kann ich hier irgendwie. Das ist auch leer. Bäume Wasser. Ich brauche erstmal Wasser. Das Gas wird austreten. Gasschlauch. So, das haben wir jetzt gemacht. Ah, hier. Ach so, ja, hier, dann das hier und dann. So geht's natürlich auch. Natürlich besser. Danke, jetzt habe ich einen vollen Teekessel. Jetzt darf ich den darauf stellen, oder? Wieso nicht? Doch jetzt, hä? Ach so, sollte ich die linke Platte benutzen? Streichhölzer. Ich habe keine Streichhölzer. Ich habe Streichhölzer in The Nightfall, aber hier habe ich leider keine. Dann muss ich noch mal woanders hin. Ich kann auch nur hier hin, ne? Ja. Hier müssen wir irgendwas machen. Kann ich hier schon was tun? Nee, da brauchen wir einen Code. Liegt hier noch irgendwas?
Hier, ich leuchte mal. Alles ganz schön heruntergekommen. Ich glaube, das ist die Tür zum Keller. Ich muss die Kette irgendwie loswerden. Habe ich irgendwas? Eine Lötlampe? Yeah. Voll cool. Sehr schön. Wir gehen in den Keller. Die Treppe müsste in den Keller führen. Ich frage mich, was da wohl im Moment ist. Hier sind wieder Puppen. Guck mal, das ist ein Puppenkopf. Die Puppen verfolgen mich heute. Also in meinen jetzigen Let's Plays, meine ich. Hier, da habe ich ein rotes Buch. Ah, ich brauche zwei Bücher, okay. Was ist das denn? Ein Arm? Ich kann nichts sehen. Ich brauche mehr Licht, ja. Bitteschön. Was ist das? Ein Uhrpendel. Kommen wir da schon rein? Ich glaube nicht. Ja, da fehlt noch was. Ah, da fehlt viel, oder? Können wir leider noch nicht machen, habe ich mir schon gedacht. Wo kann ich jetzt hin? Da unten. Büro der Erzieherin. Ah, hier, dann ist es wahrscheinlich hierfür. Bringe alle Uhrengewichte auf die mittlere Höhe. Wieso habe ich mein Licht eigentlich an? Mach mal aus. Hallo? Mein Licht geht nicht mehr aus. Naja, gut. Das ging schnell. Hier, da haben wir so ein, eine Kachel. Kann ich auch irgendwas machen? Das war jetzt das Rätsel? Ging ziemlich schnell. So, jetzt kann ich mein Licht ausmachen. Sehr schön. Was haben wir hier denn noch? Bei diesem Plattenspieler fehlt das Wichtigste, die Schallplatte. Stimmt, die hatten wir noch nicht. Oh, das sieht hier aus. Wahnsinn, ich muss nochmal sauber machen. Dann muss ich zurück. Vielleicht reicht das ja schon. Ja. Bewege die Paare, bis die Bilder darauf übereinstimmen. Ach so. Achso, das bleibt da. Das muss ich einfach nur schieben. Oder? Die kann ich nicht bewegen, ne? Nee. Ich frage mich jetzt, soll das so in so eine Reihe? Ich probiere das jetzt einfach. Was soll das denn sein? Ich frage mich gerade, wie das, sein soll hier, weil die kann ich nicht bewegen. Doch, die kann ich bewegen. Die kann ich doch bewegen. Ich äumel. Genau, das gehört zusammen. Es muss mit dem unteren übereinstimmen. Ah. Ich überleg gerade. Der Pinsel hierzu, zu dem Gemälde. Und die Farbe wahrscheinlich, ne? So. Das gehört dazu. Und vielleicht dies. So. Und dann gehört natürlich noch dies hier dazu. Ging ja eigentlich ganz einfach, wenn man weiß wie. Doch, war einfach. Es ist dunkel und ziemlich feucht hier. Hier ist der Sicherungskasten. Ich muss den Strom einschalten. Und wir haben ein Wimmelbild. Ich mag Wimmelbilder. Wir haben hier eine Flasche. Dann brauchen wir noch ein Bügeleisen. Ein Kalender. Nee, das ist kein Kalender. Das ist ein Kalender. Dann brauchen wir noch ein Schiff. Das Schiff habe ich gerade gesehen. Wo war das? Da oben. Die Titanic. Nein, Quatsch. Tischtennisschläger. Der ist da auch. Ein Telefon. Ich habe eine Kamera. Brauchen wir eine Kamera? Nö. Warum brauchen wir keine Kamera? Wir brauchen einen Augapfel. Das sieht auch cool aus. Das brauchen wir alles nicht. Hier ist auch eine blutige Hand. Brauchen wir aber auch nicht. Das ist der Drache. Was brauchen wir noch? Trichter. Glaskolben. Ich darf irgendwas öffnen hier.
Aber was? Was dürfen wir hier öffnen? Was ist das denn? Sieht alles komisch aus hier irgendwie. Da hatten wir das Telefon. Das war ein altes Telefon. Hier ist ein Fuß. Was man nicht alles sieht, ne? Was man nicht alles sieht. Da war der Glaskolben. Wo noch ein Trichter. Ein Trichter. Da ist der Trichter. Vor meiner Nase. Und was darf ich jetzt hiermit öffnen? Doch, da ist was. Da ist doch was. Die sind da drin versteckt. Cool. Die haben Streichhölzer. Cool. Darf ich hier schon was machen? Ich glaube nicht, ne? Ah, da fehlt noch eine Sicherung. Hier quietscht irgendwas. Das hat mich gerade abgelenkt. Hier kann ich noch da was machen? Was ist das denn? Eine halbe Atlas-Figur. Wo ist die andere Hälfte? Ja, gute Frage. Darf ich mir hier irgendwas nehmen? Nein. Natürlich nicht. Die Leiter ist fest angebunden. Ich muss sie abschneiden. Ich habe nichts zum Abschneiden. Ich habe leider nichts zum Abschneiden. Darf ich auch gar nichts mehr machen. So, jetzt habe ich Streichhölzer. Der Kessel kocht schon fast. Ich muss nur noch ein klein wenig warten. Ja, alles klar. Dann haben wir jetzt hier den kochenden Teekessel. Und dann können wir hier das rübergießen. Dann haben wir den Vogelschlüssel. So, und dann gehen wir hier hin. Der ist hierfür. Der ganze Aufwand, um ein Lineal zu bekommen, ja. Toll. Dann gehen wir einmal hier wieder hin. Konnten wir denn hier noch machen? Sind wir richtig hier? Ja, sind wir. Hier sind wir richtig. Ah, genau. Das war das mit der Tür. Dann können wir da endlich rein. Das scheint ein Geografie-Klassenzimmer zu sein. Da sind eine Karte, ein Globus und ein Modell. Ja, dann gucken wir uns hier erstmal um. Atlasstück. Die größten Gebäude in der Geschichte der Menschheit. Fehlt hier noch was? Oder kann ich hier irgendwas machen? Hallo? Hier steht noch was. Bilder mit den größten Gebäuden der Menschheitsgeschichte sind an die Karte geheftet. Jeder Kontinent hat seinen eigenen speziellen... Jeder Kontinent hat seine eigenen speziellen Gebäude, die mit einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte der Kultur verbunden sind. Ich habe ein zerlegtes Modell mit Stücken wie diesen gesehen. Die Karte und die Modelle könnten mir mit diesem Modell helfen. Vielleicht wurde etwas dort versteckt. Hier haben wir auch etwas. Achso, die fehlen. Okay. Können wir noch gar nicht machen. Schade. Oh. Der ist kaputt. Der obere Teil des Globus fehlt. Ich muss ihn ersetzen, aber zuerst benötige ich etwas Klebstoff. Klebstoff habe ich schon mal. Aber ich habe das andere Teil nicht. Super. Der trocknet doch bestimmt. Der trocknet doch bestimmt. Achso, ich muss hier hin. Ah, hier ist ein Wimmelbild. Tiger, Schnecke, Schuh. Hier habe ich den Tiger schon mal. Den Schuh habe ich da auch schon gesehen. Haben wir die Schnecke schon gesehen? Schneckchen. Da. Pfeife, Bart, Trockenblume. Was brauchen wir noch? Schlüsselanhänger. Fernbedienung, Fackel. Die Fernbedienung habe ich schon gesehen, da auch. Hier den Schlüsselanhänger. Das, die Trockenblumen. Und was brauchen wir noch? Das Kabel.
hier können wir einmal ran. Da haben wir das Globusstück. Das brauchen wir bestimmt auch. Oder das bekommen wir wahrscheinlich auch gleich. Ein Bad. Der hier. Das ist die Pfeife. Die Blume. Und die Fackel. Und ein Globusteil. Wo war das jetzt? Da. Sehr schön. Ach, dafür brauche ich auch wieder einen Code. Okay. Kommen wir gar nicht weiter jetzt. Schade. Dann gehe ich jetzt wieder hier hin. Da können wir auch noch mal was tun. Einer der Zylinder des Schlosses fehlt. Ja, da kann ich dir jetzt auch nicht weiterhelfen. Aber hier, guck mal. Brauche ich bestimmt auch wieder Kleber, oder? Atlas. Und wir haben wieder ein Wimmelbild. Das schaffen wir wahrscheinlich auch noch in diesem Part. Jetzt dürfen wir uns endlich die Kamera krallen hier. Dann haben wir eine Aktentasche. Die habe ich auch schon vorhin gesehen. Eine Maske. Ein Löwe. Ein Löwe. Da ist der Löwe. Eine Krawatte. Ein Ball. Oh, den Handabdruck dürfen wir auch nehmen. Sehr schön. Knoblauch. Da. Da ist der Knoblauch. Und dann haben wir noch einen Kopf. Nee, das ist nicht die Zeitung. Da ist die Zeitung. Freiheitsstatue. Und eine Kerze. Wie komme ich an die Kerze? Mann, die Kerze hier vielleicht. Wie komme ich da ran? Wie komme ich da ran? Achso, einfach aufmachen. Und wir haben die Freiheitsstatue. Sehr schön. Wir brauchen zwei Statuen davon. Dann können wir endlich das Rätsel da machen. Wo geht's denn jetzt hin? Hier geht's hin. Aber das machen wir dann erst im nächsten Part weiter. Wir sind eigentlich ganz gut vorangekommen. Ich bin gespannt, was uns noch so erwarten wird. Wir hatten auch zwei schöne Wimmelbilder hier in dieser Folge. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich hoffe, du bist dann beim nächsten Mal. Und ich hoffe, du bist dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Ich würde mich sehr über dich freuen. Bis dann, deine Inori Epi.